Interestington. So, dadurch, dass wir jetzt auch unter anderem keinen Leuen mehr bekämpfen, kann ich auch wieder auf Klettergewand umswitchen. Mit Tempo Boost fühlt sich das dann noch schneller an. So, Hallöchen. Wer auch immer hier ist. Ob hier jemand ist. Also auf jeden Fall Geoglyphe hier, klar. Aber aktuell keiner zu sehen, der sie untersuchen kann. Da vorne. Okay, da ist Impa wahrscheinlich, ne? Nehme ich mal stark an. Und ich denke, das da vorne ist ein Korok-Seed, oder? Ne, ist einfach nur so ein Stein. Nichts mit Korok-Seed. Oder? Doch, nice. Ja, Mann. Hast du gedacht, ne? Ja, habe ich eigentlich wirklich. Aber okay. So, Hallöchen Impa und Chido. Chido? Eine Geoglyphe hier. Oh, wenn das nicht Link ist, untersuchst du auch die Geoglyphen? Das ist großartig. Ah, da bist du wahrhaftig. Du bist es wahrhaftig, Link. Da hat man Töne. Hast du etwa auch in anderen Gegenden Geoglyphen gefunden, Link? Nee, noch nicht. Aber ich bin gerade hier, um die zu gucken. Hä? Mehr nicht? Link, ich habe über etwas nachgedacht. Diese mysteriöse Vision, in der dir die Gestalt von Prinzessin Zelda erschienen ist. Ich frage mich, ob... Ich habe etwas nachgedacht. Ich verstehe die Bedeutung noch nicht ganz, aber in einer alten Schrift habe ich etwas über Drachentränen gelesen. Dort stand, dass es sich um Tränen handele, die ein Drache beim Aufstieg in den Himmel fallen ließ. Aber können Drachen wirklich weinen? Link, ich habe etwas drüber nachgedacht. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof, finde ich. Nicht zu wissen, was ich hier machen kann. Eine Geoglyphe hier. Ja, anscheinend, ne? Ach du Schreck. Ja, das war mal oder ist das Dorf der Orni, ne? Ja, also wir können hier nichts machen. Ihr werdet mir nicht helfen. Okay, ich werde einfach mal so außenrum nochmal rennen, weil im Grunde ist es ja auch so, dass man... Zumindest ist ich da... Habe ich bei der anderen Geoglyphe eine Höhle gefunden? Ich weiß es nicht mehr. So, endlich mal, ey. Ich glaube, das ist jetzt ein Zeichen, oder? Jetzt kann ich die Geoglyphe erforschen, ohne dass Impa mir hilft, ne? So, mal gucken. Da sieht man die Augen, das ist Sunja oder wie die hieß, ne? Aber jetzt weiß ich auf jeden Fall schon mal, dass mich das nicht zu einer Insel führt, oder? Oder kann ich das endlos benutzen? Nee. Na gut.
Aber von der Seite aus sieht aus, als wäre da eine Höhle, ne? Beim letzten Mal war da irgendwie so ein Teich, wo man quasi die Träne herausholen konnte, ne? Ich weiß ja nicht genau. Ja, also im Grunde denke ich nicht, dass ich hier irgendwas machen kann gerade. Ne? Ich weiß nicht genau, was sie jetzt mit einem Drachen meint. Vielleicht wird hier irgendein Tag ein Drache fallen oder so. Eine Geoglyphe hier. Sieh an, dass wir uns noch so lange Zeit nachgedacht. Okay, schade. Ja, also die Info, die hilft mir leider gar nichts. Ne? Okay, ich werde von der Seite einfach mal da reinlaufen. Vielleicht ist das schon hilfreich genug. So, mal gucken. Wenn ich das überhaupt richtig gesehen habe, kann natürlich sein, dass ich irgendwie einen Quatsch gesehen habe, ne? Was aktuell auf jeden Fall den Anschein macht, dass ich Quatsch gesehen habe. Die haben eine Truhe dabei, ist ja cool irgendwie. So, hallo. Was habt ihr für mich? 5 Holzpfeile, okay. Ich habe erstmal kurz gedacht, das ist ein Händler, der hier rumrennt, aber man sieht ja, es ist keiner. Ja gut, ich glaube, das, was ich gesehen habe, was ich dachte, es könnte ein Eingang sein, war natürlich irgendwie gerade gar nichts, wie es aussieht. Okay, so. Dann machen wir anders weiter. Wir werden jetzt, ja, weiter erkunden. Ob wir da schon reingehen, weiß ich noch nicht. Aber wir werden es mal mit aufnehmen, soweit. Und den Tilo-Hang auch. Vielleicht muss ich auch noch irgendwas vorher finden, machen, schaffen oder vielleicht eine Questline noch finden. Aha. Ja. Rostkraut. So, dann noch hier mitnehmen und Abfahrt. Ja, krass, Mann. Hau deinen Controller ruhig auf den Schreibtisch. Plepp. Ja, das habe ich ja nicht extra gemacht, Mann. Sorry. Also im Grunde ist es ja so, diese Tränen, die es dort zu finden gibt, habe ich jetzt erstmal nicht gesehen. Und das gilt es hier wahrscheinlich zu übersetzen, oder? Fragen über Fragen. Also man spielt ja ziemlich viel hier und hat auf vieles eine Antwort, aber darauf habe ich gerade keine. Leider gar keine.
Ah, ist das schade irgendwie. Ist da vorne ein Stall? Weil da kommt Rauch hoch, ne? Den Stall kennt man eigentlich auch noch. Ich meine, an der gleichen Stelle war mal einer in BOTW, oder? Ich weiß es nicht. Man munkelt. Man weiß es nicht. Cool. Wenn dem so ist, haben wir nämlich gleich wieder ein bisschen Ausdauer mehr. Da war so ein Fass dabei. Alter Falter. Mal gucken, was da oben ist. Mal gucken, ob was da oben ist. Aha. Hat das irgendwas zu sagen? Muss man das da treffen genau? Oh, als ob. Junge, als ob. Dreimal Sonanium. 98, let's go. Cool. Ich habe kurz gehofft, der hat wieder einen Boblin geworfen. Hä? Irgendwie habe ich keinen Bogen mehr. So, einmal in your face. So. Ja, du hast ja auch noch einen Schlag, ne? Ja. Nice. Gut, dann nehmen wir das Grillwild mit. Öffnen die Truhe. Find ein Stachelschild mit Schildblock plus 5. Achso, ich habe kein Schild dazu genommen. Na gut, egal. Brauche ich auch erstmal theoretisch nicht, außer ich spiele alle Schilde gegen einen Leunen. Ach, das macht die Geräusche. Ich habe mich gerade gewundert, dass ich hier so Special-Geräusche höre. Kennt man ja, wenn etwas ein gute Defense, Schildblock, was auch immer was hat. Hört man so ein glitzerndes Geräusch, sage ich jetzt mal. Es ist echt ein bisschen komisch beschrieben, ne? Hier war früher ein Schrein. Genau hier. Aber die gibt es nicht mehr. So, Hallöchen. Stall der Tabanterbrücke. Oh, eine Orni ist sogar hier. Cool. Terry, ich grüße dich. Ich mag Käfer. Du kriegst trotzdem nicht meinen Ausdauerkäfer. So, jetzt werden wir erstmal noch mal kurz sortieren. Nachttyp. Okay, let's go. Rubine. 42 Stück habe ich. Machen wir 32. 17 Stück, dann machen wir mal 7. Davon machen wir mal 3. Davon machen wir mal 2. Davon machen wir mal 7. So, gut. Habe ich irgendwelche Gerichte? Guck mal, 12er bringen die, ey. Wahnsinn, ne? So, dann gucken wir mal nach, was wir hier so haben. Erstmal die Holzpfeile.
So, Glutflügler, ein Schmetterling, der sowohl in den Wäldern als auch auf den Wiesen warmer Gebiete lebt. Sein Flügelstaub speichert das Sonnenlicht und soll damit den Körper wärmen. Einen. Frostflügler, ein Schmetterling, dessen Flügelschläge die Luft abkühlen. Tanzt gern mit Schneeflocken zusammen, mit Monsterzutaten gekocht, Medizin gegen Hitze. So, den Zitterflügler kennen wir. Vielen Dank, brauchst du noch was? Nö. So. Ja gut, das Wissen habe ich jetzt irgendwie geskippt, da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht. So. Vielen, vielen Dank für die Sachen. Oh, wolltest du mit jemandem vom Stall sprechen? Tut mir leid, dass ich die Gute hier so für mich beansprucht habe. Ich komme aus dem Dorf der Orni. Man gelangt dorthin, wenn man der Straße von hier nach Westen folgt. Doch fahrenden Händlern können das Dorf wegen des heftigen Schneesturms noch nicht mehr erreichen. Daher teilt dieser Stall seine Vorräte mit uns. Nur den Leuten hier ist es zu verdanken, dass unsere Kinder vorerst keinen Hunger leiden müssen. Es ist wirklich gar kein Problem. Ist ein Nachbar in Schwierigkeiten, muss man ihm helfen, nicht wahr? Wenn ihr noch irgendetwas braucht, lasst es mich bitte wissen. Dann lasse ich es hier zum Stall bringen und verpacke es so, dass du es gut tragen kannst. Ich bin dir sehr dankbar für alles, was du für uns Orni tust. Anscheinend, ne? Hi. Alles in bester Ordnung. Hey, warte mal. Ich meinte, guten Abend, Jupp. Willkommen im Stall der Tabanterbrücke. Sag mal, du siehst total wie ein Ritter aus oder so. Bist du etwa tatsächlich einer? Boah, ein echter Ritter. Tut mir leid, dass ich so schrei. Ich meine, Entschuldigung, ich versuche leiser zu sprechen. Also, ich heiße Kenyo. Eines Tages will ich auch mal Ritter werden, also arbeite ich jeden Tag richtig hart. Toll, dich zu treffen. Irgendwann will ich mal so groß und stark werden, dass ich Baumaterial auch ohne Geschirr transportieren kann. Achso, ja, das mit dem Geschirr kenne ich ja, ne? Warte mal, du besitzt ja schon Geschirr. Gut. Und was steht heute im Kleeblatt? Große Fee sucht Zuflucht in Knospe. Oh je, das klingt nach einer üblen Sache. Die der Musik äußerst zugetane große Fee am Stall des Waldes versteckt sich in ihrer Knospe. Stallarbeiter besorgt. Ich habe schon einmal gehört, dass große Feen ihren Segenreisenden verleihen. Ich wollte diese Fee selbst aufsuchen, wenn ich das nächste Mal nach Eldin im Nordosten reise. Aber jetzt, diese Ausgabe werde ich von vorn bis hinten lesen. Die Redaktion gegründet. Okay. Ah, da ist das große Tier halt, ne? Was gibt es denn, junger Mann? Interessierst du dich ebenfalls für diese Zeichnung? Angeblich sieht man hier eine bisher gänzlich unbekannte Tierart. Entsprechende Gerüchte hört man in letzter Zeit immer öfter aus Ställen im ganzen Land. Die Kreatur soll einen riesigen Körper und gewaltige Hauer haben. Hab mal kurz Ohrstecker rausgenommen, irgendwie. Juckt der mich gerade? Außerdem wurde sie an Prinzessin Zeldas Seite gesehen. What? Könnte Ganon sein. Aber nur wenn halbe könnte das sein. Findest du nicht auch, dass man diesem Geheimnis auf den Grund gehen sollte? Wenn ich jünger wäre, hätte ich mich wohl längst in den Ställen aller Regionen umgehört, um mehr herauszufinden. Ja, interessant auf jeden Fall, ne? Ah, guten Abend. Weißt du, meine Mutter und mein Vater, die haben immer viel zu tun, also helfe ich meinen Geschwister und ich, wo es geht. Wenn du etwas über diesen Stall wissen willst, frag meinen Bruder und meine Schwester draußen. Ah, guten Tag, nein, guten Abend. Willkommen, Stall der Tabanterböcke. Ah, ich bin so nervös, du bist seit langem unser erster Gast. Du bist auch ein Reisender, ja. Tja, weißt du, dieser Stall liegt so weit westlich, dass einfach kaum jemand herkommt. Und außerdem, in Hebra, das ist gleich nebenan, wütet ein schlimmer Schneesturm, also kommen noch weniger. Und, hast du mich angesprochen, weil du etwas über den Stall erfahren möchtest? Auf Wiedersehen. Ja, bis später mal, sag mir, wenn du reden willst. Nö, im Grunde nicht, aber irgendwie hat trotzdem wieder keiner eine Quest von euch, ne? Kann das sein? An dieses Waffenwechseln, was so langsam ist, muss man sich erstmal dran gewöhnen, ey. So, ich. Ja, ich bekomme einen Stahlpunkt. Sehr gut, danke schön. Und dann, wenn ich einmal penne, bekomme ich noch einen. Normales Bett. Ich zahle Rubine. Bis morgens. Dim, dim, dim.
Guten Morgen, fühlt sich erholt. Ein Stahlpunkt mehr, danke. Ich bekomme jetzt was von den Treupunkten. Sehr schön. So, let's go. Moment, Moment. Ah, okay, ein Reisesattel. Okay, dieser Standardsattel eignet sich, um lange Strecken zu reiten. Er ist sehr widerstandsfähig und wird wegen seiner hohen Lebensdauer von Reisenden bevorzugt. Das Reisezaumzeug gehört auch dazu, also nimm es doch gleich mit. Oh, cool. Standardzaumzeug für längere Reisen. Wenn du noch 3 Stallpunkte mehr sammelst, kannst du im Stall die Mähne deines Pferdes frisieren lassen. Oh, cool. Aber immer noch keine eine Quest von euch irgendwie. Topfdeckel das erste Mal. Normalerweise hält dieser Deckel die Hitze im Topf, aber dank des dicken Holzes dient er auch als Schild. Auf Dauer sollst du dich aber nach robusteren Alternativen umsehen. Okay. Ah, guck mal, ich könnte sogar hier rüber gehen zum Tavanta Grenzland. Und dementsprechend dann auch, das Gebiet weiter erkunden. Aber ich bleibe erstmal auf dieser Seite des Grenzlandes. Also wenn man schon Chili findet, ne, das ist doch eher ein Zeichen für Kälte, ne? So, was haben wir denn hier Schönes? Ein bisschen mehr als erwartet, auf jeden Fall. So. Also, dann nehmen wir das schon mal hier hin. Und können schon mal rüber. So, dann kommst du einmal her. Cool. Sonst auch irgendwas, was man so sehen kann an irgendwie Truhen oder sowas? Nee, ne? Soweit erstmal nicht. Guck mal, hier ist sogar ein Lagerfeuer. Lull. Hm, okay. Also hier noch ein Teil der Höhle. Sehr gut. Und da ist die Truhe. Oder was heißt die Truhe? Hier ist eine Truhe, so. Mit einem Fuffi drin. Ja, warum nicht? Das Neben stand da kurz, aber ich habe es natürlich nicht realisiert. Und deswegen ist der Eidechs jetzt doch verschwunden. Oh. So. Och, nö. Also wirklich, ich glaube, das ist jetzt... Ich habe keine Quest gesehen. Hier siehst du meinen ganzen Stolz. Die weißen Ziegen vom Stall der Tabanta-Brücke. Süß, oder? Mit ihrem Futter gebe ich mir besonders Mühe, damit sie immer bei guter Gesundheit bleiben. Vor kurzem ist mir sogar ein ganz besonderes Futterrezept in die Hände gefallen. Damit kann ich meinen Ziegen zeigen, wie viel mir an ihnen liegt. Okay, mach das mal. Na gut. Ey, dich habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen, oder? Uff, 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 doch, Kenny, okay. So, da oben ist der Schrein. Von hier. Aber bevor ich da hingehe, gehe ich kurz zum Kochtopf. So. Minuten 20, das ist doch schon mal in Ordnung. So. Spurtechse. Mal 2 und Bossbockhauer jetzt einfach mal 3 Stück. 7 Minuten 30. Wahrscheinlich, weil ich einfach den Hinox-Zahn nicht verwendet habe, ne? Ja gut, Ausdauer, sich schnell bewegen. Okay, ich habe kurz gedacht, ich habe das Falsche gekocht, aber natürlich habe ich das nicht gemacht. Ja, so 2 Spurtlinge. Ja, egal, whatever. Dann halt nicht.
Guck mal hier, da sind noch voll die Markierungen, also voll die Himmelsinseln, die ich machen kann. Junge, Junge, Junge. Dann werden wir einfach mal hochklettern. So, let's go. Let's go. Dum, 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 dum. Let's go. So, machen wir ganz fix den Schrein hier fertig. Wahrscheinlich ganz fix. Mal gucken. Und danach können wir uns noch mal ein bisschen Ausdauer holen. Makrukisa-Schrein. Okay. Let's freaking go. Alter, schon 1.47 Uhr. Ah, Pfeil und Bogen schon wieder. Okay, let's go. Zeig her. Dann bin ich mal gespannt, ey. Will jetzt gleich um die Kurve schießen oder so? So, dieser Schreinleut hat einen Übel aus vergessenen Tagen. Du, der du ihn besuchst, folge unseren Anweisungen. Okay, dann zeig mal her. Ziehe sorgfältig und versuche, das Haupt des Gegners zu durchbohren. Allein dieser Angriff führt hier zum Erfolg. Okay. Ist der erste Schuss daneben ging, ey. Jetzt kommen wahrscheinlich wieder zwei weitere und ich muss euch allen Headshot verpassen, ne? Ja, okay. Fürchte dich nicht von der Überzahl der Gegner und versuche all ihre Häupter zu durchbohren. Okay, mache ich. Let's go. Du hast alle Technik gemeistert, dir wird hiermit Zugang zum innersten Bereich gewährt. Yeah! Dankeschön. Wahrscheinlich wieder ein Konstruktionsbogen, ne? Konstruktbogen, nicht Konstruktionsbogen. Ja. Ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. So. Dankeschön, den nehme ich gerne mit. Jetzt habe ich relativ starke Bögen. Zumindest Early Game mäßig relativ stark. So, möge das Segenslicht dir neue Kraft gewähren. Ja, das wird es. Ich werde nämlich sofort beten gehen. Ah, noch mehr Ausdauer. Let's go. Ja, passt. Junge, wie wenig ich gesehen habe und wie viel doch schon. Ich bin irgendwie verblüfft. Ich müsste eigentlich das andere Geoglyph oder wie das Ding heißt, einfach nochmal markieren, damit ich das einfach nicht vergesse in Zukunft, ey.